Ich begrüße euch zu einer Folge Final Fantasy 4. Im letzten Part ist etwas relativ Schlimmes passiert, würde ich mal so behaupten. Und zwar haben sich Yang und Sid für uns geopfert und die sind nun tot. Angeblich, ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Nein, ich bin mir relativ sicher, dass die in After Years wiederkommen, deswegen. Nein. Oh, guck mal! Was habe ich denn hier gefunden? Ich weiß, also wir sollten nach Baron, aber ich weiß halt nicht, wo wir genau hier hin sollen. Und das hat das Ding. Und deswegen bin ich einfach mal hier hingegangen. Und ich finde einfach mal random 5000 Schatztruhen. Äther, sehr wichtig. Phönixfeder, sehr gut. Einhorn, okay. Äther, naja, wie gesagt, sehr in Ordnung. Einhorn. Was ist dieses Einhorn? Was ist das? Items. Einhorn. War das da gerade schon? Ich habe es, glaube ich, gerade gesehen, oder? Kann das sein? Ich habe es, glaube ich, gerade mittendrin hier irgendwo gesehen. Einhorn, Moment. Einhorn. Ozean. Da, Einhorn. Hebt für... Ah, okay. Also quasi ein Heilmittel oder was? Interessant. Gut. Ein Allheilmittel, also. Plus anders benannt sozusagen. Interessant. Gut. Gut. So. Ich habe keine Ahnung, wo wir es sehen müssen. Ich bin erstmal zuerst hier hingelaufen. Wir sollen ja Sids Mechaniker finden oder so. Seid ihr sogar ihr hier? Hi. Lord Cecil, Meister Sid sagte uns, dass ihr kommen würdet. Er wies uns an, einen Greifhaken an der Enterprise anzubringen. Das dauert nur wenige Augenblicke. Okay. Ein Greifhaken? Was wollen die denn damit bezwecken? Ein Greifhaken. Okay. Wow, ihr seid ziemlich hässlich. Das war's! Damit könnt ihr das Luftkissenboot... Ah! Fliegt einfach über das Luftkissenboot und drückt die Eingabe, um es hochzuziehen. Und drücken sie Eingabe, um es... Okay. Ja, ich spiele aber mit dem Controller. Egal. Damit soll es jetzt möglich sein, die Höhle von Eppland beim Turm von Barbier zu erreichen, nicht wahr? Setzt das Luftkissenboot einfach bei einer Sandbank ab und los geht's. Danke, aber wegen Sid. Uns braucht das nicht zu sagen. Er kann ziemlich anstrengend sein, nicht wahr? Nie lässt er einen zur Ruhe kommen. Ihr könnt ihn erschlagen. Er würde wieder aufspringen und weiterarbeiten. Wir machen uns besser wieder an die Arbeit. Davon haben wir noch, nämlich noch viel. Oder genug. Viel Glück. Okay. Höhle bei Eplan. Wo zum... Ist Eplan dieses Schloss da oben? Ich habe keine Ahnung. War man das schon mal überhaupt? Ist das Mycelia? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin halt mit der Overworld hier noch überhaupt nicht vertraut. Das ist so das Ding. So, mit welcher Taste hole ich jetzt ein? Der hier vielleicht? Mit der hier? Nein, mit der hier? Ah, guck mal. Sehr schön. So, was ist das hier oben für ein Schloss? War ich hier schon mal? Ja, das müsste ich ja. Wie vermutet, okay. Dann muss ich jetzt Eplan finden. Nicht Quatsch, nicht Mycelia, Fabul ist das. So, der Turm von... Der ist doch aber in der Unterwelt, oder nicht? Turm von Babil. Da oben war Dings, Dämmchen. Muss ich jetzt wieder zurück zur Unterwelt, oder wie? Oder ist vielleicht unten auf der Insel irgendwas oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. No. Das Ding hier. Was ist das hier eigentlich? Wie kann ich das... Okay, so kann ich es abdingsen, okay. Aber eigentlich wollte ich dich mitnehmen. Ich gehe mal davon aus, das hier ist der Turm. Turm von Zott hieß der, glaube ich, oder wie auch immer er hieß. Dieser Turm halt. Wo wir damals, halt waren. Und Taylor dort gestorben ist. Ich glaube, das ist der Turm von Zott.
So, hier ist ja die Unterwelt. Muss ich da jetzt wieder hin, oder? Der Turm von... Quatsch, hier. Der Turm von Babil ist ja in der Unterwelt, oder nicht? Oder verwechsel ich gerade was? Wie kam er an die Unterwelt, indem er den Ring dahin geworfen hat in den Brunnen? Geht das jetzt wieder, oder wie ist das? Oder komme ich da gar nicht mehr rein? Okay, scheinbar ja nicht. Ja, das ist ja auch logisch. Der Ring ist ja im... Ups. Der Ring ist ja im... Dings verschwunden im Loch. Ja gut, wie komme ich denn jetzt zum Turm von Babil? Bin ich eigentlich geheilt? Nein. Dann gehe ich mal hier schnell ins Innen rein, würde ich sagen. Dann gehe ich hier mal schnell ins Innen. So. Hi. Nein, du bist gar nicht. Nee, du bist gar nicht. Die Herberge ist hier drüben, genau. So. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich weiterkomme. Das ist so das Ding. Das ist irgendwie der Turm auch irgendwo an der Oberfläche oder so? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wenn ja, dann müssen wir ihn jetzt suchen. So, du kommst wieder mit. Liebes Boot. Ach ja. Also, wo waren wir denn noch nicht? Also, auf jeden Fall ist hier noch voll viel Zeug nicht ausgefüllt. Hier war Mycidia hier oben, oder? Da bin ich mir relativ sicher, dass das hier Mycidia ist. Ja, ich kann nicht landen mit dem Luftkissenboot. Ja. Hier unten könnte halt noch irgendwas sein. Ein Schloss zum Beispiel. Diese Höhle hier ist ja der... Genau, das ist dieser Berg. Hier ist nichts mehr auf jeden Fall. So. Wir können ja mal die Karte hier ausfüllen. Das haben wir aber noch nie gemacht. Komme ich eigentlich, ja genau, ich komme jetzt hier drüben raus. So. Hier auf diesen ganzen kleinen Inseln könnte noch irgendwo irgendwas sein. Kann ich mir zumindest vorstellen. Hier ist auch... Ah, guck mal, hier. Hier bestimmt, oder? Das ist ja relativ offensichtlich jetzt, oder? Ich will noch hier oben die Karte wahrscheinlich ausfüllen. That's my goal. So. Und auch hier das bisschen. Sehr schön. Dann haben wir jetzt die Karte vollständig ausgefüllt. Wundervoll. Aber bringt tut's mir nichts. Also keine Belohnung, wie zum Beispiel bei Dungeon-Karten oder sowas. Ist der gerade... Nein. Gut. Dann gucken wir jetzt mal erstmal die Stadt hier an. Luftkissenboot hier absetzen. Luftschiff hier absetzen. So. Gucken wir uns mal... Ist es jetzt der Plan? Mithril. Oh, ihr seid Menschen, passt auf, dass ihr uns nicht mit euren riesigen Füßen zertretet. Was seid ihr? Nein, wir sind keine Riesen, wir sind normale Menschen. Und ihr seid irgendwelche kleinen Zwerge? Was seid ihr und wieso und hä? Ich dachte, ihr wäre jetzt... Hä? Was bist du denn? Wir Schweine fördern das mit Riel. Die Frösche breiten es auf und die Zwerge schmieden es, Oink. Wir fertigen auch Waffen und Rüstung für Menschen. Interessant. Wieso fertigt ihr Rüstung für Menschen, wenn hier gar keine Menschen leben, sondern nur Zwerge, Schweine und Frösche, scheinbar. Verstehe ich nicht. Kommen wir denn so viele Menschen vorbei, oder was? Habe ich mit dir schon geredet? Ja. Hi Frosch. Wie viel Geld ihr für Essen ausgeben müsst? Wahrscheinlich müsst ihr euch mit billigen bescheiden. Ja, eventuell. Ich war gerade hier irgendwo. Da, komm. Da. Mit Rielstock. Ist der vielleicht irgendwas für Rydia oder so?
Nein. Für Dings vielleicht. Metrierstock. Vielleicht die Psyche und die Präzision bessern, aber ihr Angriff. Die Agilität und die Attacke sehr, sehr krass senken. Vor allem die Attacke, deswegen nein, danke. Ich greife zwar eh nicht so oft mit Rosa an, sondern heile ihr und sofort, aber trotzdem. Wenn ich da mal angreife, ist mir so ein Angriff, so ein hoher Angriff schon wichtig. Quack! Das ist nämlich gerade voll ein Titel aus Final Fantasy 9. Wollt ihr mal ein paar richtige Hübschjunge sehen? Seid ihr die Tänzer in dem Dorf oder was? Was? Wir sind die Metrie-Brüder. Haltet euch fest, jetzt legen wir los. Was ist hier gerade passiert? Vielen Dank, vielen lieben Dank. Ja, okay, tschüss. Ich muss weiter, ich muss weiter. Hier sind auch Schweine. Hier sind auch Schweine. Oh, Junge. Was ist das hier für ein Ort? Wieso leben hier Schweine, Frösche und Zwerge? Was? Das Metrie-Gebirge liegt im fernen Norden. Für euch mag es nicht zu fern aussehen, aber für uns ist das eine weite Reise. Aha, interessant. Kann ich aber euch auch denken. Ja, habt ihr vielleicht irgendwas Cooles im Waffenladen oder so für mich? Hi, Waffenschmied. Ja, weniger. Hat den schon Sid? Im Inventar 3, ja, wahrscheinlich schon. Okay. Interessant. Mhm. Sehr, sehr, sehr interessant. Okay, ich habe dann genug gesehen von der Stadt hier. Ich gehe jetzt nochmal ins Inn, falls da was Wichtiges ist oder so. Und dann gucken wir in diese Höhle, ob wir da weiterkommen oder so. Wenn nicht, dann sind wir hier falsch. Aber geheilt sind wir ja. Wir haben ja vorhin in der anderen Stadt geschlafen da. Hi. Ey, es ist kein Spaß, so schöne Töchter zu haben. So eine schöne Tochter zu haben. Mit einem Mauerblümchen müsste ich nicht so viel mitmachen. Ich bin das schönste Mädchen im ganzen Dorf. Was, ich bin so klein, dass du mein Geschlecht nicht erkennen kannst? Dann beug dich runter. Ich, Meistesse. Sei nicht so unfreundlich und sag, dass sie voll klein ist. Das geht ja mal gar nicht. Ja, okay, ich will sie ganz schnell wieder weg. Dann gucken wir jetzt einmal ganz schnell in diese Höhle da rein. Ob wir hier richtig sind. Ich hoffe es einfach mal. So, ich bin gespannt. Adamantengrotte. Ja gut, ich denke mal ja nicht so. Gibt's hier mal Spannendes? Mein Vater ist leidenschaftlicher Tierschweifsammler. Er hat hier irgendwo ein seltenes Erz gefunden, aber daran liegt ihm nichts. Nur Tierschweife machen ihn glücklich. Was wollt ihr hier? Verschwindet! Aber was soll er bringt mir ein Schweif? Aber das kann man wohl nicht ausschließen. Haben wir nicht mal irgendwie sowas gefunden? Nee, oder? Ich verwechsle das, glaube ich, gerade ein Final Fantasy 9. Da habe ich nämlich mal irgendwie einen Dämonenschwanz oder sowas gefunden. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube aber schon, wir haben, glaube ich, keinen Schweif hier. Ja, tut mir leid, wir haben sowas scheinbar nicht. Ist ein Einhornenschweif? Oh, eher nicht. Nee, wir haben sowas nicht. Tut mir leid. Tschüss. Hängt bestimmt mit irgendeiner Nebenquest zusammen oder so. Und ansonsten scheint nichts zu sein, okay. Ja, damit weiß ich jetzt, wir sind hier falsch. Das ist schon mal die gute Sache. Aber die schlechte Sache ist,
dass ich keine Ahnung habe, wo ich jetzt hin soll. Und ich meine, wir haben die komplette Oberwelt aufgedeckt. Ist hier vielleicht noch irgendwo auf diesen kleinen Inseln so ein Schloss oder sonst was? Luftschiff. Nimm das Luftkissenboot auf. Oder mit oder was auch immer. Mitnehmen sollst du es nicht drauf rumfliegen. So. Ich habe keine Ahnung. Muss ich vielleicht doch irgend... Also hier ist nichts auf jeden Fall. Hier sind nur Fabul gewesen. Hier ist auch nichts. War ich irgendwo noch nicht? Das ist die nächste Frage. Hier war jetzt gerade das Dorf da. Ja. Guck mal, ich kann durch den Berg durchfliegen. Oh, Junge. Wo muss ich hin? Das ist gerade keine Zeitverschwendung. Nein, überhaupt nicht. Niemals. Als ob das jemals Zeitverschwendung wäre. Wie kommt ihr darauf? Hier war, genau, hier war diese Stadt. War ich... dort oben schon mal, in diese Richtung, wo ich jetzt fliege, bei diesem Schloss dort. War ich das schon mal jemals? Das war Troja, glaube ich. Hier war Troja, oder? Ja, genau. Wo muss ich hinspielen? Es muss halt irgendwo auf dieser Insel unten sein. Es kann nicht sein, dass es unten einfach eine leere Insel ist, quasi. Wo einfach nichts drauf ist, überhaupt nichts. War ich bei der Insel überhaupt schon mal? Da war ich schon mehrmals jetzt, oder? Kann das sein? Ja, hier war dieser riesige Turm. Mehr aber auch nicht. Ist das hier der Turm von Babel oder was? Was ist das denn? Ah, hier wahrscheinlich, oder? Bestimmt. Bestimmt. Die Höhe habe ich halt vorher nicht gesehen. Das ist das Problem. Sonst wäre ich da schon früher drauf gekommen. Ist es dir? Ich speichere vorher einmal ganz schnell ab. So. Ja. Ja. So. Zeig es her. Ja, sehr schön. Also ist das da wirklich der Turm von Babel? Der sieht interessant aus. Definitiv. Was auch immer. Oh, hier seid ihr wieder. Oh, geht weg, ich hasse euch. Ihr seid nervig. Okay, hassen tue ich euch nicht, aber ihr seid halt voll nervig zu besiegen. Ihr habt voll viele Lebenspunkte und es ist nervig. Ich gehe erstmal auf den, weil der andere halt gelähmt ist. Dass der erstmal stirbt und der andere halt weiter sein Dasein als gelähmtes Monster fristen kann, quasi. Jetzt sind beide gelähmt, sehr schön. Denn es ist egal, wen ich angreife. Der ist schon mal tot. Und der andere ist jetzt bestimmt auch, oder? Bitte. Dankeschön. So. Kane steigt in Stufe an. Und das Spiel hat seinen obligatorischen Absturz. So, da sind wir wieder. Ja, hat gar nicht jetzt hier ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Hat gar nicht genervt oder so. Nein, niemals. Wie kommt ihr darauf? So, wo sind wir hier? Eplan. Was? Wo kommen wir hier hin? Hi. Hin vor die Kreaturen. Oh, es sind Menschen und keine Monster. Ja, ist es eine Stadt? Es ist eine Stadt in der Höhle. Oh, Junge. Das ist ziemlich cool. Hereinspazieren, was gibt's hier? Oh, sehr cool. Solchen Stuff. Nehme ich. Da haben wir gar nichts von, quasi. Nehme ich gern mit. Nehme ich.
nehme ich. So. Gegengift. Kruzifix haben wir auch nichts von quasi. So, das war's auch schon, okay. Ist das hier quasi eine Stadt in der Höhle oder was? Sehr cool. Stolz von Appleland, interessant. Wir wurden aus unserer Burg vertrieben und dies ist unsere neue Heimat. Aus eurer Burg? Wo habt ihr eure Burg? Ich habe keine Burg mehr gesehen, hereinspaziert. Oh, guck mal. Sehr schön, Laden. Giftpfeil Shuriken. Okay. Interessant. Hi, dazu sagen. Gebe, ja genau, ja, getrist, wollte ich gerade sagen. Eisenschild einmal mitnehmen für Cecil. Frostpanzer und ich auch einmal mit für Kane. Ja. Dann rüsten wir mal schnell aus. Cecil, Eisschild. Kane hat den, glaube ich, schon, oder? Und Frostpanzer. Wundervoll. Okay, was haben wir hier sonst noch? Ich hoffe mal und ich denke mal, hier kommen keine Zufallskämpfe. Was ist hier? Nix. Das sah aus wie ein Höhleneingang von hier so. Ein bisschen. Hallo? Diese Passage führt zum Turm von Babil. Okay. Seine junge Hoheit wurde die Lage ausgeschöpft und die Stunden vergehen und er kehrt nicht zurück. Seine junge Hoheit. Ist das... Ist das, ein weiterer... Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ein weiterer Charakter vielleicht. Kriegen wir unseren nächsten Charakter. Den 5. ist quasi für das Team hier. Kann das sein? Wäre das möglich, Spiel? Ich kann es mir gut vorstellen. Ich weiß es auch nicht. Wäre aber eine Möglichkeit irgendwie. Und jetzt wurde auch gerade von Rubikante gesagt. Ich denke mal, hier ist jetzt der richtige Weg oder was? In dieser Richtung hier. Dann sollte ich hier vielleicht auch nicht hin, sondern erstmal den anderen Weg erkunden. Ja, deswegen gehe ich jetzt erstmal zurück. Und gucke mich in der, in Anführungszeichen, Stadt weiter um. Da war noch ein Weg, glaube ich. Ja, noch einer. Und dann erkunde ich die restliche Höhle. Alle Überlebenden sind hier geflüchtet. Okay, hallo. Keine Ahnung. Aha. Das sind alles Ninjas hier, okay. Ich bin der Haushofmeister der Königsfamilie. Seine Jugendhoheit mag zwar Königsbedürftige an ihren haben, aber auch ein gutes Herz. Er überwacht die Grabung eines Tunnels, der uns zum Turm von Babil führen soll, um Rache für unseren König und unsere Königin zu nehmen. Sind die tot oder was? Allerdings habe ich ihn jetzt eine Weile nicht mehr gesehen. Ich hoffe, er hat nichts Unwürdiges getan. Das wäre doof. Der Prinz sagt, er wird all die Bösen vertreiben. Wir können also bald wieder in die Burg zurück, oder? Hoffentlich. Sie schlug zu, als seine junge Hoheit nicht da war und sie schnappten sich den König und die Königin. Rubikante oder was? Mein armer lieber Junge. Ich sorge dafür, dass kein Monster meiner Mutter ein Haar krümmt und ich muss auch mein Brüderchen und meine Schwesterchen in ihrem Bauch beschützen. Oh, sie ist schwanger. Ist ja richtig schlimm, wahrscheinlich so ein bisschen. Wenn die aus der Burg flüßen, so dann sofort. Das könnte vielleicht das Ende der alten und stolzen Blutlinie der epilanischen Ninja sein. Der Prinz wird es dem Feind mit Sicherheit heimzahlen. Achso, das hast du gesagt. Okay, ich dachte, das Mädchen. Sei stark, Schatz. So, gut. Ja, dann erkunden wir den Rest der Höhle, würde ich sagen. Oder wir machen das im nächsten Part. Ich meine, wir haben ja schon wieder 24 Minuten hier. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel oder so, keine Ahnung. Weil die meisten schauen halt überhaupt nichts von den Videos, das ist so das Ding. Denken sich so, wieso soll ich Final Fantasy schauen? Juckt mich halt überhaupt nicht. Und da würde so ein langer Part das nicht gerade attraktiv machen, so ein Video. Ich meine, man guckt ja einen 30-Minuten-Part nicht so gern wie zum Beispiel so ein 20-Minuten-Part hier. Auch wenn der jetzt schon wieder 24 Minuten lang ist. Ich will nur noch diesen Raum vielleicht erkunden, dann ist alles vorbei. Also der Part, nicht alles, sondern nur der Part hier. Vampirzahn. Weil ich habe so eine Vermutung, dass es jetzt hier in diesem Raum keinen weiteren Weg mehr geben wird und wir dann diesen Rubikante Tunnel da quasi nehmen müssen. Das nenne ich ihn einfach mal, weil es halt der Weg zum Turm von Babil ist.
Zumindest wurde es gerade so gesagt. Deswegen, ja, gucken wir mal. Wow, also Rosa hat gerade gegen dieses grüne Viech da im Hintergrund relativ viel Schaden gemacht. Das war ziemlich beeindruckend irgendwie. Ja, erwartet man halt von Rosa überhaupt nicht. Wie soll ich da hochkommen? Und guck mal, hier gibt's wirklich keinen Weg. Genau wie ich es mir gedacht habe. Und direkten Kampf. Dann muss ich jetzt sagen, wir öffnen noch die beiden Truhen und schauen uns am nächsten Part den Weg an, der zu Rubikant angeblich führen soll. Shuriken, okay. Was haben wir hier? Ein Allheilmittel, so. Und dann gehen wir im nächsten Part dort runter. Bis dann, ciao, euer Vibro. Tschüss.